Cancel Culture. Ich mag den Begriff nicht. Warum? Wenn ich mir vorstelle, ich spreche mit meiner 83-jährigen deutschen Mutter, die Kultur sehr schätzt und politisch interessiert ist, viele Nachrichten schaut und sich informiert, aber keinen Zugang zu Social Media hat und das auch nicht interessiert, die würde wahrscheinlich erstmal fragen, Kultur abschaffen? Kultur absagen? Was soll das denn bedeuten? Worum geht's denn da? Und das frage ich mich eigentlich auch. Für mich ist das ein Kampfbegriff, Kultur absagen. Wer sagt Kultur ab? Welche Kultur? Warum? Geht es um Geld? Geht es um Kultur versus Sport, Kultur versus Natur? Eigentlich weiß man nichts, wenn man diesen Begriff hört. Und mir ging das auch erst so, dass ich das eigentlich gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe den Begriff wahrgenommen, aber er hat mich auch schlichtweg nicht interessiert. Für mich findet Kultur statt. Nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern eigentlich seit Anbeginn aller Zeiten, wenn sich Leute damit beschäftigt haben, ihre Umwelt künstlerisch urbar zu machen. Und ob das jetzt Höhlenmalereien sind oder Zeitungen, Bücher, Theater, Musik, findet alles statt, fand auch immer schon statt. Wer hat den Begriff geprägt? Weil es eine Diskussion darum gibt, dass in manchen Bereichen Betroffene sich nicht mehr alles gefallen lassen wollen, wie jetzt zum Beispiel bei Sia, die ihre Patenkind einsetzt als Schauspielerin, obwohl es um autistische Menschen geht und sie keine Autistin ist und anscheinend nicht mal gut gespielt hat und betroffene AutistInnen sich beschwert haben. Und wäre das ein Problem, weil man darüber diskutiert, was zulässig ist? Ist das Kulturabsagen? Ich finde nicht. Ich finde, das ist kultureller Diskurs und der gehört dazu. Ich bin gespannt, was andere dazu denken. Was denkt ihr dazu? Habt ihr überhaupt eine Meinung?